Hallo Vicky, das ist das SoftExo in der dritten Version. Konkret ist es die Version 3.4. Zum Transport schließe ich die ganzen Bänder in den Hüftgurt ein. So, ich habe wie beim Vorgänger einen flexiblen Rücken, der misst 58 cm beziehungsweise im eingefahrenen Zustand 38 cm. Die Schulterträger haben sich verändert, die sind jetzt aus offenporigem Schaum, da kann ich auch durchgucken. Also sehe meinen Finger oder Licht und Schatten zumindest ein Stück weit durch. Die sind hier oben mit einem Klettverschluss am Exoskelett montiert. Kann entfernt werden. Und seitlich genauso mit einem Klettverschluss montiert. Hier ist das Entfernen ein bisschen hakeliger, aber es geht. Die Verstellmöglichkeit, die bringt mit sich, dass ich den Brustgurt in zwei Dimensionen verstellen kann. Zum einen hier oben über Schnalle und Klettverschlusshintersicherung. Zum anderen könnte ich es aber auch am anderen Ende machen, was den Verstellbereich aber nicht wirklich besser machen dürfte, weil die Engstelle die Umleitung ist. Auf dem Innenbereich habe ich eine Brustschnalle, einen Brustverschluss. Die hatte ich mal probiert rauszufädeln. Da müsste ich mir mit einem Papier oder einem Stück Klebeband helfen, dass ich es wieder zurückfädeln kann, weil hier an der Innenseite auch nochmal ein Klettband dran ist. Insofern habe ich darauf verzichtet, das komplett zu entfernen. Ich habe einen Klickverschluss vor der Brust mit einer Notfallsignalpfeife. Die Verstellung beidseits. Ich habe einen QR-Code, der auf die Bedienungsanleitung, auf ein Video zur Bedienungsanleitung führt. Version 3.4 ist angegeben und nochmal eine Kurzanleitung an dieser Stelle. Hier habe ich ein Hygienepad, das auch aus offenporigem Schaumstoff besteht. Ist mit Klettverschluss montiert an der Rückenplatte. Der Hüftgurt hat sich deutlich verändert. Der ist durchgehend aus einem Klettverschlussmaterial. An einer Seite habe ich die Zähne für den Klett, während der komplette restliche Gurt aus Flauschmaterial ist. Das heißt, an der zweiten Seite ist es ein weiches Material, hier ist das Klettmaterial. In der Folge muss ich immer nach unten dieses Klettmaterial machen, oben oder unten das Flauschmaterial und oben das Klettmaterial. Den Einstellbereich muss ich abzüglich der Klettfläche messen, weil die ja doppelt angesetzt wird. Und hier bin ich bei einem maximalen Hüftumfang von ungefähr 123 cm. Während ich den minimalen Beinumfang so bemessen muss, dass ich zur letzten Klettfläche gehe. Das ist hier dran, das heißt, ich kann von ganz innen aus messen. Und das bedeutet, dass es die einfache Strecke von hier
inklusive des Kletts ist. Und da bin ich bei 71 cm etwa. An diesen orangen Bändern befestigt ist ein Flaschenzug. Den sieht man, wenn man ins Exoskelett reinguckt, von oben. Und wenn ich an beiden Laschen ziehe, dann wird die Hüftgurtanbindung in die Mitte gezogen. Auch das sehe ich jetzt hier, weil jetzt kein Körper drin ist. Es ist einseitig zur linken oder rechten Seite festgemacht. Diese Anbindung klette ich vorn fest. Wenn ich den Gurt angezogen habe oder wenn ich den Flaschenzug angezogen habe und entferne ich wieder und befestige sie hinten auf dem Elastomer, sobald ich den Gurt wieder am Ausziehen bin. Nochmals zur Veranschaulichung. Ich ziehe mit dem Flaschenzug in beide Seiten, am besten zeitgleich. Hier, solange ich keine Belastung drauf habe, zieht es nur eine Seite ein. Hinterher kann ich das Ganze wieder öffnen. Damit ich den Flaschenzug auch komplett nach innen ziehen kann, muss ich diese Befestigung des Hüftgurts nach innen bewegen lassen. Und das kann natürlich durch einen zu eng montierten Elastomerklettverschluss verhindert werden. Ja, jetzt komme ich nicht mehr wirklich nach innen rein. Das heißt, hier am Elastomer brauche ich immer ein bisschen Platz. Und rein rechnerisch gesehen exakt die Hälfte dessen, was der Flaschenzug in der Breite misst. Und das sind ungefähr 14 cm, das heißt 7 cm. Bei mir sind das 3 Finger breit, sollte der Klettverschluss des Elastomers, also dieser hier, sollte immer 3 Finger breit von hinten entfernt sein. Was für mich in der Praxis immer intuitiv so ist, aber falls es mal nicht gehen sollte, den Flaschenzug anzuziehen, könnte es daran liegen. Den Hüftgurt kann ich komplett entfernen, ist mit Klettverschlüssen an diesen Flaschenzug festgemacht. Dazu öffne ich den Hüftgurt, entferne natürlich die Klettverschlüsse von Flaschenzug und Elastomer. Und habe dann die reine Anbindung und die muss ich natürlich nach innen schieben können. Aufpassen, dass sie nicht reinfällt. Und ich bringe den Hüftgurt wieder an. Naja, und zwar so. Dass dieses Klettteil hier in die untere Ebene wieder reingeht. Klett am Plastikteil habe ich festgemacht, im Einsatz verschließe ich den Hüftgurt und zwar so, dass die Klettfläche oben dran liegt und habe mit diesem System jetzt einen breiten Einstellwinkel. Falls der Flaschenzug einseitig ausgezogen sein sollte, ist es kein Ding. Diese Schnur läuft durch. Das heißt, ich kann einfach auseinanderziehen und wenn sie unsymmetrisch ist, dann wie beim Schnürsenkel nochmal justieren. Ist mir persönlich in der Praxis aber noch nie passiert, ist eher ein theoretisches Problem. Wenn ich den Gurt weiter nach unten verfolge, münden die Elastomere in einem Y-Splitter und sind im Vergleich zu den vorherigen Modellen jetzt anders montiert. Hier ist es wieder ein Klettverschlusssystem, es ist nicht längenverstellbar, wir hatten dazu noch nie den Bedarf gesehen, aber ist jetzt mit so einem
Doppelnippel scheint für mich in der Praxis, ich habe es nicht oft gemacht, aber ein leichteres System zu sein. Die Anbindungen ans Knie haben sich minimal verändert. Es fehlen ein paar Nähte in der Funktion, sind sie aber gleich geblieben. Der Stoff für dieses obere Teil ist anders. Der ist jetzt komplett aus Klett. Es war vorher auch neoprenartiger Stoff. Die Innenseite ist jetzt auch eher ein Klett- oder ein Fließstoff, nicht mehr aus Neopren. Zum Verschließen nehme ich den Magnetstöpsel und mache ihn in die Fuge. Auf der anderen Seite auch. Da muss ich nur ungefähr zielen und auf dieses Einklicken warten. Und zum Öffnen schiebe ich entlang dieser Kanäle im Inneren, das sind diese, den Magnetverschluss zur Kniescheibe hin. In der Vorgängerversion hatten wir das einmal erlebt, dass sich dieser Verschluss, der ist offenbar draufgeschraubt, ein bisschen gelöst hat. Falls es sich irgendwann nicht öffnet, muss ich mal gucken, geht es in die andere Richtung. Man kommt immer wieder raus und hinterher kann man es dann mit Handkraft auch wieder anziehen. Auf der Rückseite von dieser Knieanbindung ist ein Verstellband. Das geht über Klettverschluss, da kann ich einstellen, wie eng es über meiner Wade anliegt. Verändert hat sich die Anbindung an die Ferse. Hier habe ich jetzt zwei Klettverschlüsse und kann schneller und besser symmetrisch einstellen, was für uns im Projekt was sehr Schönes ist, weil ich zuvor immer wieder an dieser Stelle das Band durchfädeln musste, um an einen neuen User anzupassen, und das entfällt jetzt. Das ist für mich sehr angenehm. Die Fersenanbindung wird an die Ferse eingehängt, indem ich den Magnetverschluss auch wieder einfach drauf werfe. Hier muss ich einigermaßen präzise sein, aber dann hält das Ding auch von allein. Und zum Entfernen drücke ich den Magnetknopf in Richtung des Kanals nach unten zur Ferse. Das ist die Fersenanbindung. Die ist aus einem festen Gummiband. In der Vorgängerversion war es einmal aus einem elastischen Band. Hier gehe ich entweder mit dem Socken oder mit dem Fuß drauf oder ich mache dieses Band unter meine Innensohle und kann hier mit dem Klettverschluss über meinem Knöchel dann die Fersenanbindung befestigen. Die hat sich verändert, die ist jetzt gepolstert. Das scheint auch ein offenporiger Schaum innen drin zu sein. Innen drin ist Klettmaterial. Und bietet mehr Stabilität oben an der Ferse. Funktional habe ich da für mich keinen Unterschied mitbekommen. Wie gesagt, ist das die dritte Version des Soft Exos von Unic. Ab April 2020 kommt die Version 4 auf den Markt. Unic hat sich dafür entschlossen, Kundenfeedback schnell einzubinden und hat deshalb im letzten Jahr mehrere Releases herausgebracht, die für mich aus Perspektive der Pflege betrachtet immer einen enormen Fortschritt dargeboten haben. Zum Transport und zum Lagern verschließe ich sämtliche Magnetverschlüsse und auch die Klettverschlüsse. Klett halte ich grundsätzlich geschlossen, weil er sonst einfach verflusst. Man sieht es hier ein bisschen, da sind ein paar blaue Fasern drin. Und je mehr Fremdmaterial sich einfach festsetzt, umso weniger ist die Haltekraft. Bei den Magnetverschlüssen kann es sein, dass der sich am anderen Knie einhängt, was dann einfach ein minimaler Mehraufwand ist, wenn ich das Exoskelett wieder anziehe. Für mich ist es okay, wenn ich das mal kurz eben aufmachen muss, dann habe ich auch schon einen richtigen Knopf in der Hand und ich verwechsel weniger. Zum Transport nehme ich das komplette Exoskelett. Entwirre die Elastomere, die jetzt hier zwischen Hüfte und Knie ansetzen. Und pack die alle in den Gurt. Gucke drauf, dass ich die Seite ohne Klett nach unten habe. Und nehme die Seite mit dem Klettverschluss und lege das drüber. Ich habe jetzt hier ein kompaktes kleines Exoskelett, das ich auch gut transportieren kann und sich wenig entwirrt.
So viel zum Unix Soft Exo in der Version 3.4. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.